Hitlers Atom-U-Boot gibt auf. Das geschichtsträchtige Foto zeigt den 14. Mai 1945. US-Soldaten vom Geleitzerstörer USS Sutton nehmen vor Neufundland die Kapitulation von U-234 entgegen. Er war damals mit an Bord. Und dann müssen wir uns dem amerikanischen Zerstörer Sutton übergeben. Und der brachte unser Boot dann nach Portsmouth in Nordamerika. Da kamen wir dann ins Gefängnis und von dort runter nach Boston. Und dann ging es zurück wieder nach Belgien und von Belgien nach England noch einmal anderthalb Jahre. Da wurden wir dann entlassen, weil die Olympischen Spiele waren in England. Und dann mussten die Gefangenen entlassen werden. Und dann kam ich am 18. Juli wieder nach Hause, nicht? Mit 25 Jahren. Nicht? Herbert Huber ist heute 96 Jahre alt und der letzte Überlebende von Hitlers Atom-U-Boot. Heute lebt er in einem Berliner Seniorenheim. Die Corona-Isolation ist kein Problem, denn Leben auf beengtem Raum kennt keiner besser als er. Herbert Huber tritt im Februar 1942 in die Kriegsmarine ein und wird in der Nachrichtenschule in Flensburg zum Funker ausgebildet. Gegen Kriegsende landet er wegen eines Krankheitsausfalls auf U-234 und wird Teilnehmer der letzten großen Geheimoperation der Nazis. An Bord befinden sich nicht nur modernste Pläne und Bauteile für Radartechnik und Kampfflieger, sondern auch mehr als 500 Kilogramm Uranoxid. Hitlers Hilfe für Bündnispartner Japan zum Bau von Atombomben. Doch daraus wird nichts. Das Uranoxid landet in den Händen der US-Amerikaner. Das grausame Morden im Zweiten Weltkrieg endet. Bis heute ist unklar, ob das Uranoxid von U-234 später in der Hiroshima- oder Nagasaki-Bombe verwendet wurde.